Hallo miteinander. Es ist Zeit für ein FAQ, denn ich habe euch vor kurzem nämlich gebeten, mir Fragen zu stellen. Und zwar auf diesen vier Plattformen sind insgesamt 62 Fragen zusammengekommen. Erstmal Dankeschön für alle, die mitgemacht haben. Bitte bedenkt, ich kann jetzt nicht hier 62 Fragen beantworten, denn dann würde ich morgen früh noch hier sitzen. Machen wir es doch einfach so. Stellt mir jetzt schon mal Fragen für die nächste FAQ-Folge, die wahrscheinlich im Januar kommen soll. Bitte unten in die Kommentarfunktion. Auf YouTube wird das Ganze hier als 16:9 Video erscheinen, genauso wie auf TikTok, wie mit dem Codemasters und EA Video auch. Auf Instagram habe ich leider vergessen, gibt es ja hier diese 90-Sekunden-Limitation. Von daher packe ich das Video von YouTube in die Instagram-Story mit dem Link dazu und dann könnt ihr euch das auf YouTube angucken. Frage 1 kommt von Sascha. Welche Teamfarben könnten StakeF1 Team Kick Sauber und Racing Bulls, offizieller Name noch nicht bekannt, für 2024 und hinaus haben bzw. bekommen? Da würde ich sagen, Sauber hat normalerweise immer solche weißfarbenen Boliden gestaltet. Also könnte ich mir eine Mischung aus Weiß, Schwarz, Rot und Grün vorstellen, wie das wohl aussehen wird. Was Racing Bulls angeht, könnte ich mir so ein Scuderia Toro Rosso 2019 Feeling vorstellen. So ein dunkles Blau mit so leicht roten Akzenten, kann aber auch weiß sein. Ich habe keine Ahnung. Die zweite Frage kommt von Kevinio. Wie viele Siege / Titel willst du in Ligarennen 2024 holen / gewinnen? Also für alle, die es nicht wissen, ja, 2023 habe ich mal wieder einen Titel geholt und zwar in der Supersonic Racing League. Schöne Grüße gehen raus an die Jungs. Nicht nur den Fahrertitel habe ich da geschafft, sondern auch den KWM-Titel mit meinem Teamkollegen Jamie. Er und meine Wenigkeit werden auch 2024 an den Start gehen und ich versuche auf jeden Fall dort die Mindestanzahl an Rennen, die ich in 2023 gewonnen habe, wieder zu gewinnen und den KWM-Titel möchte ich natürlich auch gewinnen. Was die restlichen Ligen angeht, hoffe ich zumindest mal auf bessere Ergebnisse, vielleicht auch mal den ein oder anderen Sieg in der Liga oder in der Liga oder auch in dem Event. Frage Nummer 3 kommt wieder von Kevinio, aber auch nur, weil er 7 Fragen gestellt hat. Gegen welche Formel 1 Streamer / YouTuber würdest du gerne mal fahren / nochmal fahren? Ich bin in Events bereits gegen Dave Gaming, Patrick F1 Gaming, Fear Racing Sepp und Invert Master gefahren, würde ganz gerne aber auch gegen die Herrschaften KGMG und Marcel Kiefer fahren. Marcel Kiefer, ihr kennt ihn alle, das ist der Typ, der nämlich in den 8. Gang schaltet, wo wir bremsen. Kommen wir zu den Fragen auf Instagram. Frage Nummer 4 kommt von Jonas. Welche Änderungen müssen an den Autos für 2024 vorgenommen werden? Also ich habe mich mal informiert und tatsächlich gar nichts. Das hat mich auch überrascht. Normalerweise sagt man ja immer, ja, hier muss ein bisschen was weggemacht werden, da muss was installiert werden, aber nein, für 2024 muss nichts gemacht werden. Stand jetzt. Kann sich aber noch ändern. Frage Nummer 5 kommt von Krausi279. Auch der hat 6 Fragen gestellt, deswegen nehme ich ihn mehrfach dran. Seit wann schaust du die Formel 1? Also mein allererstes Rennen weiß ich noch, das müsste in den 2000er Jahren gewesen sein. Welches Rennen war, weiß ich nicht mehr. Aber ich weiß noch, Schumacher war damals noch im Ferrari unterwegs. Mehr weiß ich nicht mehr. Könnte 2003, könnte 2004 gewesen sein. Ich weiß es nicht mehr. Frage Nummer 6, ebenfalls von Krausi. Was gibt es für News zum Mercedes-Auto für 2024? Das Auto für 2024 soll rundum erneuert werden und angeblich soll es sogar 2,5 Sekunden schneller werden. Das konnte ich beim besten Willen nicht glauben, aber das werden wir dann spätestens bei den Bahrain-Test bzw. bei dem Bahrain Grand Prix 2024 erleben. Frage Nummer 7 kommt von Markus Zieger. Muss die erste Startreihe die Reifen in der Formationsrunde anders aufwärmen als die letzte? Nein. Das bleibt jedem Fahrer selbst überlassen, wie er seine Reifen aufwärmt. Manche machen das wahrscheinlich immer links und rechts, damit die Reifen natürlich ordentlich was an Temperatur reinbekommen. Oder man macht es wie Kimi Räikkönen beim Abu Dhabi Grand Prix 2018, glaube ich, war es, wo er einfach nur straight geradeaus fährt. Aber es bleibt jedem Fahrer eigentlich selbst überlassen, wie er seine Reifen aufwärmt. Frage Nummer 8 kommt von Timo25. Was denkst du, welches Team nächste Saison the best of the rest wird? Ich habe da 3 Teams im Gedächtnis und zwar McLaren, Aston Martin und jetzt kommt Williams. Jetzt werdet ihr euch denken, Mike, Williams war 7. in dieser Saison. Ja, das darf man natürlich auch nicht vergessen, aber ich habe einen interessanten Artikel gelesen, in dem Alex Albon sehr zuverlässig klingt und gesagt hat, dass selbst für 2024 und für die Jahre hinaus, dass da wohl Verbesserungen kommen werden und Williams hat ja auch in der Vergangenheit einen enormen Sprung nach vorne gemacht. Also würde ich sagen, Williams kann ich mir durchaus vorstellen. McLaren gegen Aston Martin, das hatten wir ja schon 2023. Frage Nummer 9 kommt von nur Jonas. Was ist deiner Meinung nach die schönste Generation von Formel 1 Autos gewesen, in Klammern optisch? Lassen wir die Nasen doch einfach jetzt mal außen vor, dann auf jeden Fall von 2017 bis 2021. Weil mit den Nasen, also wirklich, das sieht wirklich komplett bekloppt aus. Aber es hatte nun mal auch eine Aufgabe.
Frage Nummer 10 kommt von Pizza. Wirst du von Dekra gesponsert oder warum hast du immer eine Dekra-Cap auf dem Kopf? Nein, ich werde nicht von Dekra gesponsert. Das wäre natürlich auch schon mal der Kracher. Aber nein, dem ist nicht so. Der Grund, weshalb ich eine Dekra-Cap habe, liegt daran, erstmal habe ich zwei davon. Und zweitens, Nico Hülkenberg hat sowohl dort hier unterschrieben, als auch dort wurde das Ganze aufgesteckt. Und Nico Hülkenberg ist ein sehr sympathischer Fahrer. Aber der Hauptgrund ist, sie passt mir wirklich wie angegossen. Kommen wir zu den Fragen auf TikTok. Frage 11 kommt von Rank28. Welche Rennstrecken hast du schon besucht? Wenn wir jetzt nur von Formel-1-Strecken meinen, dann nur eine, und zwar den Red Bull Ring in Österreich. Wenn wir aber mal andere Rennstrecken noch dazu nehmen, die nichts mit der Formel 1 zu tun haben, dann unter anderem auch die Rennstrecke in Oschersleben und das ist zwar keine richtige Rennstrecke, eher eine Auto- und Präsentationsstrecke, aber den Bilsterberg habe ich auch schon besucht. Der eine oder andere weiß sicherlich, welche Strecke ich da meine. Frage Nummer 12 kommt von Yannick Zinkel. Was war dein erstes Formel-1-Rennen, das du je gesehen hast? Hatte ich eben schon beantwortet, das müsste eigentlich 2003 oder 2004 gewesen sein. Aber wenn du jetzt meinst, was mein erstes Formel-1-Rennen gewesen ist, wo ich von meiner aktiven Zeit, dann war es im Herbst 2010. Seit diesem besagten Zeitpunkt habe ich kein einziges Rennen verpasst. Frage Nummer 13 kommt von Jonas R. Fährt das Medical Car am Start die ganze erste Runde hinter dem Feld her oder biegt es irgendwo ab? Nein, das Medical Car biegt nicht irgendwo links oder rechts ab, sondern es fährt zurück in die Boxengasse. Frage 14 kommt vom FC Bayern Fan 2002. Was denkst du, wie erfolgreich das Audi-Team sein kann, wenn sie in die Formel 1 kommen? Also ich könnte mir vorstellen, dass sie vorerst mal im Mittelfeld bzw. hinteren Mittelfeld sein werden. Und wenn sie dann 2 bis 3 Jahre in der Formel 1 sind, könnte ich mir auch 1 bis 2 Plätze weiter nach oben vorstellen, aber mehr nun wirklich nicht. Also einen sogenannten Braun-GP-Moment kann ich mir bei Audi Stand jetzt zumindest nicht vorstellen. Frage 15 kommt von Elias F1. Wärst du eher für eine neue Engine in F1-24 oder für einen überarbeiteten Karrieremodus in F1-24? Also da bevorzuge ich doch eher die neue Engine. Zum Schluss noch 2 YouTube-Fragen. Frage 16 kommt von Sebastian 2008. Kann McLaren, Mercedes oder Ferrari 2024 wieder Red Bull angreifen? Besser gesagt, glaubst du, dass Red Bull 2024 nicht mehr so dominant wie 2023 sind? Also, wir können uns darauf einstellen, dass es wohl eine 2023er Saison 2.0 werden könnte. Zumindest was den Titel und die KWM angeht. Aber was dann im Kampf um Platz 2, Best of the Rest und auch das Mittelfeld angeht, da lassen wir uns doch einfach mal überraschen. Und die letzte Frage kommt von Sandy Player. Ist dein 11. Team in Zukunft realistisch? Andretti Formula Racing hat sich bereits registrieren lassen und wird wohl 2025 in die Formel 1 kommen, könnte aber auch 2026 sein. So, liebe Leute, ich bin fertig mit der Beantwortung meiner Fragen. Nicht enttäuscht sein, dass deine Frage nicht dabei war. Machen wir es doch einfach wie folgt. Alles Mögliche, was ihr an Fragen raushaut, am besten jetzt unten in die Kommentare reinschreiben. Egal, ob ihr eine Frage stellt, 5 oder meinetwegen auch 10, ist mir völlig egal. Das bleibt euch überlassen. Die nächste Fragerunde ist für Januar angesetzt. Jetzt kommt ja aktuell so eine Zeit, wo die News eher so ein bisschen in Anführungszeichen Mangelware sind. Deswegen habe ich mir gedacht, mache ich daraus mal ein FAQ. Also, in diesem Sinne, Dankeschön fürs Einschalten, bis zum nächsten Video und ciao.